Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Montag, der 20. Mai. Unsere heutigen Tipps befassen sich alle mit unwahrscheinlichen Helden. Egal ob abenteuerlustige Rentner oder berühmte Entdecker. Zuerst geht es dabei um einen Mord im amerikanischen Sumpfland. Der Roman Der Gesang der Flusskrebse von Dahlia Owens gehörte in den Jahren 2020 und 2021 zu den finanziell erfolgreichsten Büchern der Spiegel-Bestsellerliste. Im gleichnamigen Film aus dem Jahr 2022 geht es wie im Buch um das junge Mädchen Kaya, das seit jüngster Kindheit alleine im Sumpfgebiet von North Carolina lebt, den sogenannten Marshlands. Kaya ist in der angrenzenden Stadt als das Marshmädchen bekannt und wird geächtet und gemieden. Als Ende der 60er der Quarterback Chase ermordet im Sumpf aufgefunden wird, ist Kaya schnell die Verdächtige Nummer 1. Keine Fingerabdrücke am Geländer, am Gitter, nirgends. Keine Fingerabdrücke. Isoliert zu sein war eine Sache. Gejagt zu werden, eine andere. Das Marshmädchen, sie hat ihn getötet. Ich weiß, Sie haben einen Haufen Gründe, diese Menschen zu hassen. Nein, ich habe sie nie gehasst. Die haben mich gehasst und schikaniert. Kaya wird von der britischen Schauspielerin Daisy Edgar-Jones verkörpert. Die kennt ihr vielleicht aus der Serie Normal People. Den Film Der Gesang der Flusskrebse gibt's jetzt bei Netflix. Auch unser nächster Tipp basiert auf einem Roman. Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry handelt von dem liebenswerten englischen Rentner Harold Fry. Der lebt mit seiner Frau im beschaulichen Kingsbride. Eines Tages erhält er einen Brief von seiner alten Freundin Queenie Hennessy, die an Krebs erkrankt ist und jetzt in einem Hospiz in Berwick-upon-Tweed lebt. Um sie aufzumuntern, beschließt Harold, sie zu besuchen und geht die fast 1000 Kilometer lange Strecke zu Fuß. Wo bist du, Harold? Ich werde Queenie Hennessy retten. Hast du etwa getrunken? Das einzige Stück, das du läufst, ist zum Auto. Ich kann nicht anders, Maureen. Dann geh nach Berwick-upon-Tweed. Sind ja nur ungefähr 500 Meilen. Hast du die Nachrichten gesehen? Du bist überall. Die Menschen sind so nett. Da ist noch ein Zimmer. Sie können hier übernachten. Danke. Ich hätte Queenie mit Ihnen. Harolds Pilgerreise beginnt, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen und sie zu inspirieren. Neben der rührenden Geschichte steht besonders Jim Broadbents liebenswerte Darstellung als Harold Fry im Vordergrund. Das Drama Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry läuft ab heute bei Wow. Im Herzen des Dschungels ist der letzte Tipp für heute. Ein Film über den britischen Abenteurer und Adligen James Brooke. Brooke reist Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Schiff von England nach Borneo. Als er dort ankommt, hilft er dem amtierenden Sultan von Brunei bei der Befriedung einer Rebellion, die durch einen indigenen Stamm verursacht wurde. Der Film schildert Brookes Reise von England nach Borneo und seine Regentschaft als der erste weiße Raja von Borneo. Die andere Seite der Welt. Ich frage mich, ob ich weit genug gereist bin. Hier bin ich ein Fremder. Sogar vor mir selbst. Sind Sie im Auftrag Englands hier? Wir sind auf Entdeckungsreise und nicht auf Eroberungsreise. Gott, das ist paradiesisch. Sie halten sie für einen Gott? Sie könnten ein König sein. Der Tudor-Schauspieler Jonathan Rhys Meyers spielt James Brooke. Außerdem zählt Herr der Ringe-Darsteller Dominic Monaghan zum Cast. Das Abenteuerdrama Im Herzen des Dschungels ist ab heute bei Prime Video verfügbar. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und vergesst nicht, uns zu folgen, dann landet die neue Folge morgen direkt in eurem Feed. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Noah Schulz. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.